Moin, hier ist Fischer mit André Domke von der Sonneninsel Schmusedom und wir machen heute Miesmuscheln. Die habe ich heute gekriegt, ganz frisch aus Galizien und ich zeige euch, wie man die richtig lecker und richtig zubereitet. Als erstes die Pfanne schön heiß werden lassen. Danach brauchen wir ordentlichen Spritzer Olivenöl, nicht zu wenig. Muscheln können das gut ab, verträgt sich gut mit den Muscheln Olivenöl. Dann, um den Geschmack zu stärken, zwei schöne Esslöffel Butter mit rein. Zack. Und dann gleich das Wurzelgemüse, also klein gehackte Zwiebeln, Karotten, frischer Knoblauch, Tomaten, Sellerie, Lauchzwiebel. So, wir rösten das Ganze jetzt ein bisschen an. Dadurch kriegen wir auch den Geschmack rein. Ne? Gibt eine tolle Note und das duftet ja jetzt schon Wahnsinn. Ne? Mmh. So, ja, wie schon gesagt, meine Miesmuscheln habe ich heute ganz frisch gekriegt von der Atlantikküste aus Galizien. Und Muscheln sind natürlich was ganz, ganz Tolles, was wir leider in der östlichen Ostsee so nicht haben, aber ist halt bei uns in den Läden eine Spezialität hier und deswegen bereiten wir die jetzt zu. So, dazu brauchen wir für zwei Personen ein schönes Kilo Miesmuscheln. Die sind geputzt, die sind kurz abgewaschen, also nicht ertränkt im Wasser, sondern nur kurz abgespült unter kaltem Wasser. Dann brauchen wir dazu noch geräuchertes Paprikapulver, schwarzen Pfeffer, Meersalz, ein Rosmarinzweig, Blattpetersilie und dazu ein bisschen Baguette. So, jetzt warten wir, bis das Ganze hier ein bisschen anschwitzt, ein bisschen glasig wird. Ist ja schon fast soweit. Das duftet schon super. Ja, was kann man zu den Miesmuscheln sonst noch so sagen? Also, sie sind quasi glänzend schwarz, teilweise auch an der Unterseite der Muschelöffnung sogar bis ins Bläuliche, Bräunliche. Sie sind quasi wie Superfood, weil sie sind mineralstoffreich, sie sind eiweißreich, kalkreich, sie haben wenig Fett und sie lieben auch nur sauberes Wasser, egal ob sie gezüchtet oder wild gefangen worden sind. Also sie kommen nicht zurecht mit verschmutztem Wasser und ja, das macht sie alleine schon sympathisch. Ne? Und sie sind auch super schnell zubereitet. So, unser Wurzelgemüse ist jetzt angeschwitzt, ist jetzt glasig. Einfach mal kurz reinkommen, wie es da aussehen muss. So, jetzt kommt ein bisschen Meersalz dazu, ruhig so eine kleine Handvoll, ein bisschen schwarzer Pfeffer gleich mit dran für die Schärfe, ein Teelöffel geräuchertes Paprikapulver, das gibt ihnen so einen richtigen Kick nochmal. Ja, und die Muschel, ne? Die muss ja auch rein, ne? Zack, 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 zack. So, das klimpert jetzt immer so schön, als wenn man da Steine reinschmeißt. Mmh. Mmh. Aber das duftet so lecker. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Mmh. Machen Sie ruhig mal Muscheltag zu Hause. Sehr, sehr lecker. Ich liebe Muscheln. Ob nur Miesmuscheln, ob Bonbonne, ein Traum. Ob Schwertmuscheln. So, wir haben jetzt ein bisschen Temperatur gekriegt. Die löschen wir jetzt gleich ab mit einem ordentlichen Schluck Weißwein. Ich habe hier einen tollen Riesling genommen, also unseren Riesling, den haben wir mal stimmig zum Fisch machen lassen. Machen Sie nichts verkehrt mit, den finden Sie auch übrigens bei uns im Online-Shop. Ne? Bald ist Weihnachten, ein bisschen Geld brauche ich auch noch, können Sie ruhig mal reingucken, da finden Sie noch ein paar andere schöne Sachen. Und ruhig so einen richtigen Schluck mit reinhauen hier. Ich sag mal so einen 0,2 Liter ungefähr bei einem Kilo Muscheln. Jetzt machen wir den Deckel drauf. Ja, jetzt müssen wir eigentlich noch ein bisschen warten, bis sie aufgehen. Bis der Sud sich ein bisschen runter reduziert. Zwischendurch können Sie ruhig mal aufmachen und noch mal ein bisschen umrühren. Und ja, wie geht man richtig mit Muscheln um? Also ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie Muscheln kaufen, gehen Sie immer in ein Fischfachgeschäft. Gehen Sie direkt zum Fischer oder zu einem Fischsommelier, quasi in einem meiner Fischdunkel-Restaurants. Wir beraten Sie, wir bestellen Ihnen auch frische Muscheln, wenn jetzt gerade mal keine vor Ort sind. Man sagt ja immer Muschelzeit in den Monaten mit R, quasi September, Oktober, Dezember. Mittlerweile können Sie auch im Frühjahr schon Muscheln kaufen oder im Sommer, weil die Kühlkette wird ja eingehalten. So, und jetzt kommen wir erstmal zu den Muscheln. Wenn die richtig frisch aussehen, riechen die natürlich nach nichts. Ne? Sehen so ein bisschen behaftet aus mit so ein bisschen Bärten etc. Weil die Bärte brauchen die ja quasi. Damit haften die sich am Boden, an Steinen, ins Watt quasi. Und wenn Sie die nehmen müssen, unter fließend kaltem Wasser einmal kurz abputzen, nicht versenken und waschen und ertränken. Und dann die Bärteln quasi hier so zusammenziehen und nach hinten wegraziehen. Die müssen Sie rausnehmen. Die sind jetzt zum Essen nicht so geeignet. Ja, und das war es eigentlich schon. Frische Merkmal, ganz wichtig, wenn Sie jetzt welche kriegen, so wie diese hier.
Die ist offen. Die geht nicht mehr zu. Die hat bei Ihnen nichts mehr zu suchen. Die kommt sofort weg. Genauso, wenn Sie eine kaputte Muschel im Korb haben, das kann immer mal passieren, sofort weg. Die bitte auch nicht mehr essen. Sie haben genug Muscheln drin. Es wird lecker. Brauchen Sie keine Sorgen machen. Alles wird gut. So, jetzt können wir kurz mal gucken, was unsere Muscheln denn jetzt hier schon so machen. Ja, so langsam tut sie hier schon was. Oh, das duftet. Mmh, das wird so lecker. Ich freue mich schon. Also ich freue mich ja schon richtig. Mmh. Auch immer schön die Temperatur dabei hochhalten. Da kann Ihnen gar nichts passieren. Ne? Jetzt können Sie auch schon langsam den Zweig Rosmarin mit reinhauen. Der gibt dir nochmal so einen extra Kick. Was natürlich noch richtig lecker ist, können wir schon mal vorbereiten. Blatt Petersilie. Einfach grob klein hacken. Vielleicht kennen Sie schon von der Mongole zum Beispiel, da passt das ja auch gut. Also Blattpetersilie bei Muscheln ist eigentlich immer, man muss einfach nur grob klein hacken, gar nicht groß irgendwie. Ne? So, das haben wir auch schon mal vorbereitet. Diese Muscheln brauchen noch einen kleinen Augenblick. Ja, Muscheln, Miesmuscheln finden Sie in allen Teilen der Welt. Also wirklich in Küstennähe, sie werden auch in allen Teilen der Welt gezüchtet. Besonderheiten zum Beispiel im Wattenmeer oder in der Nähe von Sylt. Da wachsen die nicht an Strängen, an Holzfehlen oder Steinen. Da sind die im Watt drin und die werden geerntet quasi. Das sind quasi die Bauern des Meeres, die schürfen die und holen die rein. Die müssen danach aber nochmal, weil die so viel Watt und Schleim abgekriegt haben, nochmal richtig durchgespült werden einmal. Ja. Ne? Wichtig ist da bei der Zucht auch nicht unbedingt die Temperatur, weil temperaturtechnisch können die gut was ab. Wichtig ist nur, dass sie immer sauberes Wasser um sich herum haben und dann wachsen die Gedeihen, die vermehren sich auch in der Aquakultur super ohne Probleme. So, jetzt können wir nochmal gucken. Ja. Können Sie mal, hier öffnet sich dann schon leicht was und dann kommt dann diese orange-gelbliche zur Verfügung und der Fond reduziert sich schon. Der Fond wird auch super lecker. Interessant ist auch, dass so eine Mischmuschel wurde nachgewiesen, bis zu 126 Jahre alt werden kann. Das muss man sich erstmal vorstellen. Also ist schon Wahnsinn, was die Kleinen hier so ja, schaffen können, ne? Wenn drauf ankommt. Ne? So circa, wenn die so 5 bis 7 cm groß, bis sie geerntet werden, bis sie dann für die Küche auch zur Verfügung stehen. Ja, ne? Und wie gesagt, also immer gucken auf die frische Merkmale, offene weg, kaputte weg, ne? Die Barteln einfach abziehen, ne? Zack, nach hinten weg und einmal putzen und dann können Sie die auch schon verarbeiten, dann haben Sie die auch schon, ja. So, jetzt sind wir schon mit durch, wir haben alle offen und das Tolle ist ja bei diesem Gericht, jetzt können Sie den Herd auch ausmachen, ob Sie nur einen E-Herd haben oder einen Gasherd, das ist jetzt nicht so entscheidend, das Schöne ist, die Blattpetersilie kommt jetzt oben einfach so mit drauf. Kurz nachziehen lassen. So, dann nehmen Sie sich ein Holzbrett. Die Muscheln mit drauf. Und dann können Sie die eigentlich ganz einfach aufmachen. So wie hier. Sie können die mit herausnehmen. Die gehen dann ganz einfach ab am Muskel. Mmh. Das ist so gut. Mmh. Ich muss gleich noch eine. Und das Schöne ist, wenn Sie dann eine gelöst haben, können Sie die dann quasi nehmen als Gabel und können die anderen dann so rausnehmen damit. Zack. Und warum das Baguette jetzt hier mit bei ist, am allerschönsten, ist der Fond hier. Dieser einreduzierte Fond aus Olivenöl, Butter, Wurzelgemüse und Dings, den können Sie natürlich wunderbar nachher mit Baguette eintupfen. Oder Sie heben ihn sich auf, haben eine tolle Grundsoße für die nächste Fischsuppe. Sie können das aufmontieren mit Butter zum Schaum. Sie können damit so tolle Sachen machen. Also ein so geiles Gericht und so nahrhaft. Also ich freue mich jetzt, dass ich das auch essen darf. Bis zum nächsten Mal, Ihr Fischsommelier. Bye, bye, ciao.